Meine Damen und Herren, es gibt viele Ideen im Westen und manchmal sprechen Leute, die eine sehr große lokale und internationale Verantwortung haben. Nämlich sagt der Großscheich von Al-Azhar, Dr. Ahmed al-Tayyib, dass man die Religionen nicht richten darf nach dem Verhalten von einigen Einzelnen. Das stimmt. Aber was für Kriterium dann haben wir, um eine Religion, um ein heiliges Buch zu richten, nämlich was in einem heiligen Buch steht. Weil dieses heilige Buch, beziehungsweise das Evangelium, das Neue Testament für uns Christen, oder Altes und Neues, nur das Alte Testament und der Talmud für die Juden, der Koran für die Muslime. Die Leute sind sehr unterschiedlich. Auch zwei Zwillinge sind nicht dasselbe. So ist das Kriterium nicht im Verhalten oder in den Taten von Einzelnen oder von Gruppen zu suchen, sondern was in den entsprechenden heiligen Büchern steht. Zum Beispiel im Westen kritisiert man so scharf die Kreuzfahrer. Aber Moment, die Kreuzfahrer, das ist doch 1000, das war doch im Jahre 1099. Das heißt, gute 11 Jahrhunderte nach der Gründung des Christentums durch Christus im Jahre 30 nach Christus. So haben die Kreuzfahrer nichts mit Jesus und nichts mit dem Evangelium zu tun. Natürlich gab es Ursachen, ja, gab es Gründe, dass diese Gründe und diese Ursachen diskutieren wir hier nicht. Aber das Kriterion ist ein griechisches Wort und das heißt Gericht. Wie können wir oder wie richten wir eine Religion sozusagen durch was in ihrem heiligen Buch steht? Im Neuen Testament finden Sie nie den Imperativ tötet. Vielleicht nur einmal in einem Gleichnis, das Jesus erzählt von einem König, der sagt, bringt mal meine Feinde und tötet sie vor mir. Aber das ist nicht Jesus. Ja, Jesus hat das Prinzip der Gewalt abgelehnt. Das hat er klar zum ersten Papst, nämlich zum Petrus, in Gethsemane erklärt, Matthäus 26, 52, lass mal dein Schwert, ja, weil wer mit dem Schwert nimmt oder besetzt, wird auch mit dem Schwert dann sterben und ein gewaltiger Tod. Deshalb müssen wir nicht angucken, wie dieser Priester oder dieser Papst oder dieser Christ sich verhält, sondern was sagt das Evangelium. Und wir haben diese große Freude und diesen großen Trost, die Herr Jean-Jacques Walter in einem seiner Bücher erklärt hat, dass obwohl die menschliche Natur so schwach ist, ja, trotzdem mit der Zeit werden die Völker im Allgemeinen sich verhalten nach ihrem heiligen, nach ihrem heiligen Buch oder nach ihren heiligen Büchern.
Das heißt, dass die christlichen Völker auch mit vielen Sünden, mit vielen Fehlern, mit vielen Verbrechern, ja, trotzdem mit der Zeit dann gewinnen sie eine evangelische, eine Mentalität des Evangeliums, eine Mentalität von Christus, Rayana Dim Shiha, wie der heilige Paulus schreibt. Deshalb hat der Großscheich von Al-Azhar recht, nämlich nicht was Einzelne tun, sondern was in einem heiligen Buch steht. Weil was im heiligen Buch steht, für die Gläubige ist es doch, was Gott will. Ist es doch, was Gott denkt. Ist es Gottes Wort. Und Gottes Wort ist dann gültig für jede Zeit und für jeden Ort. Dankeschön.